Und willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Okay. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Du hast nicht besonders viel zu reden. In der letzten Folge haben wir angefangen, mit ein paar Crewmitgliedern zu reden, hauptsächlich auf der Brücke und mit Caden. Jetzt sprechen wir mit Lyra. Und ich habe ja gesagt, ich habe mir schon ausgesucht, mit wem ich in der Romanze gehen möchte. Und das beeinflusst ja auch dann, wie ich mit dieser Person umgehe. Da ich natürlich nicht die negativen Antworten wählen kann bei dieser. Passiert's nicht. Oh, ich wollte eine der Personen nehmen, da ich ja den Speicherstand auch in die anderen Spiele übernehme, die auch in allen drei Teilen dabei ist. Das heißt, es blieb eigentlich nur zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten. Lyra und Tali. Und ich habe mich für Tali entschieden. Weil ich Tali interessanter finde als Lyra. Als Charakter. Deswegen, wenn wir bei Lyra ganz normal, so wie mit Caden auch rumhantieren, also mit allen anderen rumhantieren, nur bei Tali werde ich immer die guten Auswahlmöglichkeiten nehmen. Weil, das ist der bestmögliche Weg, um die, Beziehung, positiv zu stärken. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Geht es Ihnen gut? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie ist die Beste. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Das war's eigentlich schon. Gehen wir mal runter. Wo, glaube ich, die anderen sind. Zumindest die anderen drei. Rex, Gareth und Tali. Ashley ist, weiß ich nicht. Gareth, nicht Gareth. David Gareth, hi, komm mal her. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Jawohl. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Zeigen Sie ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Ich hab ja ganz viel Geld, aber nicht genügend. Oh, Medical Upgrade. Eins? Noch so ein Ding? Dann nehme ich den Granaten-Upgrade. Das war's. Garrus! Geht, alte Socke! Commander, wie geht es Ihnen? Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadell-Sicherheit werden? Ich glaube, das habe ich schon gefragt. Gute Frage. Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür. Ich muss gehen. Bis dann, Garrus. Oh, leben Sie wohl, Commander. Ah, da bist du, Ashley. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Natürlich. Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Wie meinen Sie das? Rücken Sie mit der Sprache raus, Chief. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sie gehen zu weit. Das reicht, Chief.
Müssen Sie Ihre Vorgesetzten immer in Frage stellen? Sir! Nein, Sir! Tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Ich werde wieder an die Arbeit gehen, Kommandant. Ja, mach das. Halt dich im Auge. So, dann kann ich die Leute hier ausrüsten. Hallo, Rex. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Ja. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Genau. Gut. Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Kannten Sie ihn bereits? Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. In Ordnung. Ich möchte mehr darüber erfahren. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar Extra-Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was hat er dort gemacht? Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Fracht? Was für eine Fracht war dort an Bord? Was hatte Saren dort gesucht? Keine Ahnung. An Bord habe ich nur Nahrungsmittel und Medizin gesehen. Es gab auch ein paar einfache Waffen, aber nichts Besonderes. Wenn auf diesem Schiff etwas Wertvolles gewesen ist, habe ich es nicht gesehen. Darum habe ich die Sache auch nicht vorher erwähnt. Okay, das Schiff? Wem gehörte das Schiff? Es war ein Volus-Frachter, und zwar ein großer, mit vielen Wachen. Aber gegen uns hatten sie keine Chance. Was ist alles? Und das war das einzige Mal, dass sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Auslöschung, nicht Auflösung. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Achso. Verstehe. Dann Rex. Shepard. Das sind nur die gleichen Fragen, die man immer stellen kann. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Da wollte ich nur mal sagen. Jawohl, Commander. Oh, hallo, Shepard. Deprimiert? Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und Ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Normen, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können Sie nachts gut schlafen? Mir gefällt diese friedliche Stille. Keine Sorge, Sie werden sich daran gewöhnen. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an. Als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin, vermisse ich sie. Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Ja. Das ist wahr. Ich frage mich langsam, ob es eben darum bei den Pilgerreisen geht. Ich habe eine ganz neue Sichtweise über mein Volk und unsere Kultur bekommen. Einige gehen aber auch auf Pilgerreise und kehren niemals wieder zurück. Ich dachte immer, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht wollten sie nur ein anderes Leben führen. Gehen Sie zurück? Aber Sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten.
Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Okay, tschüss. Gut, na? Das auch hinter uns gebracht? Zeit, jetzt erstmal ins Journal zu gucken. Wir müssten jetzt eigentlich nach Novaria. Novaria. So. Mastodon-System im Atmos Tau-Klasse und infiltrieren sie die Söldnerbar. Dahlia finden. Ich glaube, das machen wir. Gehen so von unten nach oben. Und anderen sagt, oh. Na gut, hier die noch dieser Forschungsteam. Begeben Sie sich in das Antheus-System in und vermissen Forscherteam zu suchen. Okay, dann machen wir das zuerst. Das sind Sachen, das, ja. Das mache ich später. Ich mache das vermisste Forscherteam. In Hades Gamma Cluster. So, Karte Galaxie öffnen. Das Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Von wem? Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Okay. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Was ist es? Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Infiltrationseinheiten? Sie meinen Spione. Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Wir haben verkackt. Wir haben mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Klingt dringlich. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen Sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Danke für die Info. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Kein Problem. Jetzt habe ich aber durch die ganze Sache vergessen, wo ich hinlaufen wollte. Hinfliegen. Hades Gamma Cluster. Ah, wo ist denn das Hades Gamma Cluster? Heraus, da können wir weg. Ah, Hades Gamma. Okay, dann gehen wir zuerst nach oben. Ja. Verlassen wir Pharos.
und suchen Mazedon. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Schön, Sie wiederzusehen, Commander. Wir haben ein Problem, bei dem wir Ihre Hilfe benötigen. Eine Gruppe fanatischer Biotiker hat den Vorsitzenden des Parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien entführt. Der Frachter wurde beschädigt und treibt im All. Fliegen Sie dorthin und kümmern Sie sich darum. Sie können auf mich zählen. Verstanden, Admiral. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Commander. Ich übermittle Ihnen die letzten bekannten Koordinaten des Frachters. Viel Glück. 5. Flotte, Ende. Okay. Aber bevor wir Mazedon suchen, beende ich hier mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.